Hallo und herzlich willkommen bei Kropf Multimedia. Mein Name ist Ryan Oberlin und ich zeige euch heute die beiden Lighttubes von Godox, den TL60 und den TL30. Hey Ryan, warte! Du kannst mir nicht einfach die Show stehlen. Hey, hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Kropf Multimedia. Ryan und ich werden uns heute die Zeit nehmen und werden euch die beiden Lighttubes zeigen, wie ihr ja schon gesagt habt. Es gibt so Produkte, die kann man für 1000 Sachen brauchen. Und ich finde, dieser kleine Lighttube, vor allem der TL30, ist einfach ein geniales Teil, das man in der Fotografie, Videografie für x mögliche Beispiele nutzen könnte. Und das möchten wir euch heute kurz zeigen. Die Godox Lighttubes, die könnt ihr entweder direkt am Gerät mit ein paar Tasten oder einem Rädchen drehen oder ihr habt eben auch die Möglichkeit, dass ihr diese über eine App steuern könnt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mehrere TL30, TL60 oder vielleicht noch Ambient Light von Godox in diese App reinnehmen und habt dann die Möglichkeit, von einer Position, zum Beispiel im Studiobetrieb, diese zu steuern. Das ist aber schon relativ komplex. Ich möchte euch im heutigen Video ganz einfache Möglichkeiten zeigen. Eine Möglichkeit des Lighttube TL30 ist natürlich zum Beispiel die Fotografie oder die Videografie. Ihr seht, Ryan macht ein schönes Spielerporträt von unserem Töckeli-Kasten. Und ihr seht jetzt auch, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel die Farbtemperatur des Godox Light direkt über die App einstellen kann. Und das eignet sich natürlich zum Beispiel für Fotografien sehr gut. Die Lighttube kann natürlich auch sehr interessant für Video sein, wie wir hier sehen. Hier haben wir vorne eine Lighttube mit Tageslichtlicht und im Hintergrund für ein wenig Stimmung haben wir ein Godox Ambilight. Und das passt auch perfekt für Zaubertricke. Die Lighttubes von Godox könnt ihr natürlich sehr, sehr gut in der Fotografie auch für Lichtkunstfotografie verwenden. Und zwar diese RGB-Tubes können in alle Farben ganz schnell und einfach eingestellt werden. Und was natürlich auch noch sehr, sehr interessant ist, ist dort der integrierte Akku. Denn so müsst ihr nicht noch irgendwelche Kabel ziehen und könnt ganz coole Effekte machen. Ich möchte euch kurz auch noch die Effekte zeigen, die diese Lichter gespeichert haben. Könnte zum Filmen ganz cool sein. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, dass ihr hier verschiedene Effekte einstellen könnt. Ich gehe hier auf der App kurz auf die Effekte. Das heißt, ganz einfach, ihr könnt zum Beispiel die Zirkulation der RGB-Lichter machen. Ihr seht den Effekt jetzt. Ihr hättet zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr einen Fotoblitz simulieren könnt. Ihr könnt die Stärke einstellen in der App und ihr habt auch die Möglichkeit, dass ihr die Geschwindigkeit einstellen könnt. Dann gibt es zum Beispiel so Laser-Disco-Effekt, wo ihr einstellen könnt. Vielleicht wollt ihr mal zu Hause ein Gewitter simulieren. Ihr seht, das ist jetzt der Blitz, der läuft. Ihr könnt die Geschwindigkeit auch hier steuern, wenn ihr das gerne möchtet. Dann haben wir zum Beispiel zerbrochene Glühbirne, Horrorfilm, was auch immer. Ihr habt die Möglichkeit, einen Fernseher zu simulieren. Ihr habt die Möglichkeit, Kerzenlicht. Jetzt haben wir ein wenig eine romantische Stimmung. Feuer ist auch eine Variante. Dann haben wir Feuerwerk, wieder verschiedene RGB-Lichter, die kommen. Wir haben Polizei, wir haben Feuerwehr, wir haben Ambulanz, wir haben Musik. Das heißt, dann reagiert der Tube auf meine Stimme oder auf Musik, die läuft. Wir haben SOS-Signal, warum auch immer. Und das wären dann die Effekte gewesen. Die könnt ihr sicher ganz cool für irgendwelche Movies brauchen. Eine Anwendung, die ich letztes Jahr sehr viel gemacht habe, sind zum Beispiel Online-Fotokurse, Online-Fotocoaching, die ich über Zoom gegeben habe. Und ich habe immer mit einem großen Scheinwerfer zuerst gearbeitet. Und seit ich den Lighttube entdeckt habe, brauche ich keine sperrigen großen Leuchten mehr, sondern ich setze mir einfach einen Lighttube auf den Monitor und so habe ich schönes Licht. Die Lighttubes von Godox, die TL60, TL30 und auch die Ambient Light findet ihr bei uns im Onlineshop unter kropf-multimedia.ch ab Lager lieferbar.
Ich bin sicher, ihr werdet damit Spaß haben. Die Dinge können wirklich viel, kosten nicht sehr viel Geld, sind aber trotzdem schön verarbeitet, haben eine gute Qualität und bieten sehr viele Möglichkeiten. Ryan, danke dir für das Mithelfen am Video. Und solltet ihr Fragen haben oder so, schreibt mir eine E-Mail, kommt vorbei, ruft mich an, ich helfe euch gerne. Ich möchte mich verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao zusammen.